Meine Damen und Herren, ich beginne mit einem Satz, also mit einem Vers. Der Botschafter gestern endete mit einem Vers des spanischen Dichters. Ich beginne mit einem Vers von Manolis Anagnostakis aus einem Zyklus eines von Gedichten, die er während der Militärjunta schrieb und auch veröffentlichte. Wieso und warum, werden wir weiter sehen. Damals schrieb er in diesem Zyklus von Gedichten, der das Ziel hieß, unter anderem: Es geht darum, was du jetzt sagst, also groß geschrieben, jetzt sagst. Bist du dafür, bist du dagegen? Urteile, damit du beurteilt wirst. Das war alles. Man musste wissen, was man jetzt sagte. Das ist auch, was all die Jahre, und zwar die 5 Jahre von den 7 Jahren der Diktatur, seit die Sendung, die griechische Sendung in der Deutschen Welle politisiert wurde. Einfach das Prinzip und die Tat gewesen ist täglich. Nun heißt es hier, also bei mir wäre der Titel meiner Ausführungen: Es geht darum, was du jetzt sagst, was auch natürlich in diesem Moment, wo wir alle mit der Erinnerung Widerstand leisten an das Vergessen, auch gilt. Ja, denn der Titel, worunter mein Referat und die von Hélène Torossi stehen, heißt also Beispiele, nicht die Deutsche Welle, Beispiele und der Bayerische Rundfunk. Es ist natürlich zutreffend, die Formulierung, im gängigen Sinne sind es keine Beispiele, sondern als gäbe es mehrere dieser Art, sondern mit dieser Bedeutung und dieser Dynamik. Sie waren zwei einzigartige, besondere Informations- und Kommunikationsinstrumente, deren Rolle die Rolle anderer ähnlich gearteten wichtigen Medien auf europäischer und internationaler Ebene überragte. Wofür es mehrere konkrete Gründe gibt, auf die ich zurückkommen werde. Mit der mit Deutsche Welle und Bayerische Rundfunk sind natürlich nicht die Sender selbst gemeint, sondern deren griechisches Programme. Das versteht sich von selbst. Ich weise dennoch darauf, denn das betraf die erste Diktatur Westeuropas, beide nämlich, in der Nachkriegszeit. Man war so gewöhnt, wie gestern auch gesagt wurde, an Portugal und Spanien, und mit einmal war die erste Nachkriegsdiktatur im Westen in Griechenland. Es war also nicht, es war das und nicht, es ging nicht um Spanien und Portugal, Länder, denen gegenüber jedenfalls bei der Deutschen Welle andere Prinzipien und andere politische Haltungen maßgeblich gewesen sind. Das ist eine andere Geschichte, die Geschichte des Senders betreffend, im Allgemeinen, da gehe ich nicht ein. Doch noch eine Vorbemerkung zu den zwei öffentlich-rechtlichen Sendern. Die Deutsche Welle sendete während dieser 5 Jahre ihr griechisches Programm nach Griechenland, wobei ihre Aufgabe der Deutschen Welle nach ihrem Statut lautete etwa, die Rundfunkteilnehmern im Ausland sollen ein umfassendes Bild des politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in der Bundesrepublik vermittelt werden. Also ein Transfer bewerkstelligten einen Export. Das Exportgut war diese deutsche Wirklichkeit in der BRD, im Übrigen kein souveränes Land. Der Bayerische Rundfunk hingegen sendete auf Bundesebene sein griechisches Programm für die griechischen Gastarbeiter, also intern. Nach seinem Statut vermittelte er ihnen Nachrichten aus deren Heimat. Das heißt, es war ein Import, die griechische Wirklichkeit für das kleine Griechenland, wie wir gestern hörten, in Deutschland, das Professor Tsiakalos gestern so uns nahegebracht hat. Der Bayerische Rundfunk hatte einen Korrespondent in Athen, weil er vermittelte Sachen, die in Griechenland passierten, nach Deutschland, während wir natürlich das nicht brauchten nach dem Statut der Deutschen Welle. Wir exportierten ja das, was wir hier hatten, nämlich deutsche Wirklichkeit. So war es. Und so war es dann nicht. Der Bayerische Rundfunk hatte also einen Korrespondenten, Kostas Tsatsaronis, darüber ist auch gestern gesprochen worden, der Korrespondent auch des Spiegels. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, ohne dieses kommunizierende System, ohne diesen Zirkulus, nicht viziosus, sondern
favorabel ist im Grunde für uns, würde ich sagen, wäre das griechische Programm der Deutschen Welle nicht das, was es gewesen ist. Eleni, danke. Jeden Tag gegen 15 Uhr griff Kostas Nikolaou in Köln zum Telefonhörer und sprach mit Pavlos Bakoyannis in München, der bereits mit Tsatsaronis in Athen gesprochen hatte und nicht nur die offiziellen Neuigkeiten, sondern auch andere brennend wichtige Informationen besaß. Abends wurden sie neben Informationen aus anderen, eigenen der Deutschen Welle, Quellen aus Köln nach Griechenland gesendet. Heute wachsen im kollektiven Gedächtnis der Griechen beide Sender ineinander. Immer häufiger hört man Sätze so wie, Bakoyannis von der Deutschen Welle. Also die Historie hat ihre Palimpseste. Es ging also darum, was wir in der damaligen Zeit sagten, sagen konnten. Es hieß, moralische Verantwortung übernehmen und eine klare politische Haltung. Der deutsche Sender gab uns die Möglichkeit, über die Freiheit zu sprechen. Absolut kein selbstverständliches Wort, ein Reizwort für die Hörer. Von der Demokratie ebenso. Die Dinge bei Namen zu nennen. Und letzteres, das sei ihm vorausgesagt, erwies sich häufig als das Schwierigste. Und es gelang doch immer. Hinter uns stand der Widerstand, der in Deutschland standfand, das, was geleistet wurde von denjenigen, von denen wir gestern gehört haben und heute noch hören werden. Diese werden im Übrigen in dem Papier der Friedrich-Ebert-Stiftung über eine Ausstellung zur historisch-politischen Würdigung des Widerstandes in Deutschland aufgezählt, als Teilnehmer an der, Zitat, Unterstützung der Oppositionsbewegung gegen die Obristendiktatur. Eine Definitionsfrage. Eine feine Differenzierung der Begriffe Widerstand, Opposition, die ihre Berechtigung haben mag, allerdings nur von Fall zu Fall, nur von Mensch zu Mensch. Was war diese Sendung? Sie war eine Ausnahme, einmalig. Nicht zu vergleichen mit der griechischen Sendung der ORF aus Paris, nicht mit der von der BBC, nicht mit den Sendungen des Ostblocks. Sie war die BBC aus Köln, wie sie genannt wurde. Das heißt, sie wurde verglichen nur mit der Rolle, die die BBC während des Zweiten Weltkrieges spielte. Sie war eine Werkstatt. Jeder von uns schrieb seinen Text und sprach ihn selbst vor dem Mikrofon. Das war keine Nebensache. Sie war eine, das wird jetzt schwieriger, eine Korrektur. Natürlich keine Wiedergutmachung, auch im moralischen Sinne auch nicht. Doch eine Geste, also die Begriffe sind hier sehr, sehr schwer zu wählen. Wie auch immer, seit es diese Sendung gab, änderte sich das Bild der Deutschen in Griechenland. C oder weniger C, Ressentiments, wichen zurück. Und endlich, man bewunderte nicht die Deutschen nur wegen ihres Wirtschaftswunders, das wurde sofort anerkannt, und ihrer Wirtschaftsmacht. Man schenkte ihnen zum ersten Mal eine andere Anerkennung. Ihre Demokratie war nunmehr glaubwürdig und bewiesen durch diese Sendung. Sie war ein Höhepunkt der deutsch-griechischen Beziehung. Eine Zeit des Vertrauens. Wir wissen, dass die Erinnerungskultur, was die Zeit der deutschen Okkupation in Griechenland angeht, mehr als problematisch gewesen ist. Asymmetrien, Ungleichzeitigkeiten in der Wahrnehmung, auch willentliches Verdrängen, politisch betrieben deutscherseits, erzeugten durch die Jahrzehnte hindurch einen Wellenschlag, der noch heute teils offensichtlich, teils unterschwellig in der Beziehung zu Griechenland virulent wird. Wir denken an die Krise und die Absurditäten der Animosität. Das beeinflusst den Prozess europäischer Politik sogar heute noch. Es beeinflusst es mit. Heute, in diesem Augenblick, 43 Jahre,
genau auf diesen Tagen. Nach der Erhebung in der Technischen Hochschule geht es um die Erinnerung einer großen Annäherung beider Länder durch den Glauben an die Demokratie. So einfach ist das. Und so bedeutend heute, das wurde auch gestern immer wieder betont, ich erlaube mir das auch zu sagen, wo wir vor neuem Gefahren stehen, angefangen vom Terror und Populismus bis hin zur Unfähigkeit der Politik, ominöse ökonomische Mächte zu kontrollieren. Der Preis für uns, für die Exilierten unter uns, war groß. Für die anderen, die hier schon waren, weniger. Sie setzten ihr Leben weiter, mehr oder weniger. Alle aber hatten mit der Angst zu tun, dass man vielleicht ja und vielleicht nie nach Hause gehen würde. Dass die Kinder nur in der Fremde aufwachsen würden und Griechenland nicht kennenlernen würden. Dass wir die Sprache auf der Straße nicht mehr um uns hörbar sein würde. Einige von uns sind nach Zypern gefahren, um Griechisch zu hören. Und der Gewinn aber war unschätzbar. Freiheit. Das Erleben der Solidarität. Eine schwere, hohe Zeit. Und neben der Angst war es auch eine Zeit der Zuversicht. Das griechische Programm der Deutschen Welle. Meine Ausführungen beruhen auf Fakten und auf eine persönlich erlebte Wirklichkeit. So denke ich, die Anekdoten, die dabei vorkommen können, sind nichts anderes als die biografische Substanz unserer aller Geschichte, beziehungsweise diese Geschichte wird durch diese persönlichen Ereignisse mit geprägt oder gemacht. Der Griechen und der Deutschen, die dieses Kapitel deutsch-griechische Beziehungen geschrieben haben, mit einer solchen persönlichen Szene möchte ich beginnen. Es war an einem herbstlichen Abend im Jahr 1969, als Johannes Gross, der bekannte konservative Journalist und Publizist, Mitarbeiter der FAZ und damals einer der Direktoren der Deutschen Welle, mit dem wir befreundet waren, uns zu Hause in Köln besuchte. Das heißt, eigentlich mich besuchte, mit der er etwas besprechen wollte. Ich war damals wissenschaftliche Hilfskraft im Romanischen Seminar der Universität Köln und hatte vor, mich zu habilitieren. Also damals war es ein Karteien, also der Karteikasten war schon voll über ein Thema, das ich heute gar nicht mehr vorstellen kann, über die Literatur des Misstrauens. Johannes Gross machte mir ein Angebot. Ich wäre dafür ideal, eine Griechin mit deutschem Bildungsweg. Ich sollte, nachdem sie gesendet worden wären, die täglichen Sendungen des griechischen Programms der Deutschen Welle mir anhören und darüber ihnen berichten. Es ging eindeutig also um eine Nachtzensur des Senders. Ich wies das zurück und sagte, ja, das Programm selbst, das wäre doch hochinteressant, daran mitzuarbeiten. Bei einem deutschen freien Sender während der Militärdiktatur. Johannes Gross quittierte es mit feiner Selbstironie. Ja, als würde er sagen wollen, die Zeiten seien nun mal schlimm, die so etwas nötig machten. Ja, ich verstehe das, dass ich da absagte. Einige Tage später kam Kostas Nikolaou, den ich damals nicht kannte, zu uns und schlug mir vor, als freie Mitarbeiterin zur Sendung beizutragen. Die Entscheidung fiel mir leicht. Das erzähle ich alles, weil ich mich fragte, warum, wieso und eigentlich doch sehr plötzlich und spontan. Und ich denke, es war vielleicht das Gefühl, dass in Griechenland etwas geschah, das auf uns allen, auch jenseits des Landes, lastete, sehr schwer lastete, uns minderte, wie eine persönliche Beleidigung. Also Veteran, Zeitzeuge sein ist nicht immer leicht. So bitte ich Sie, mit mir zusammen in die bescheidenen Räumen in das Otloff-Haus in Köln am Neumarkt zu versetzen, oder im Gebäude der Brüderstraße, wo wir uns jeden Abend begaben, zu den Studios für die Live-Sendung, 21.40 Uhr Ora Elados, 20.40 Uhr Ora Germanias. Und da war dann der Kontakt da.
war da der, der zuhörte. Der Kontakt mit jemandem, der in einem Zimmer saß, eine Küche an einer verborgenen Ecke in Athen oder in Thessaloniki, in einem Dorf auf den Bergen Arkadiens, in einem kleinen Hafen im Ägäischen Archipel, in einem Gefängnis der Junta auf einer Deportationsinsel, wo in oder hinter dem Eisschrank, wohl zwischen den elektrischen Drähten und der Lamarine, also dem Blech, ein kleines Radio versteckt war. Das ist eine wahre Geschichte von Plaskovitis. Das war die uns verbindende Realität. Der tägliche Augenblick, bei dem der deutsche Widerstand gegen die griechische Militärdiktatur, der der Gewerkschaften, der Parteien, der Regierenden, der Studenten, der Journalisten, der einzelnen Personen, der die Menschen in Griechenland direkt erreichte. Dieser große Widerstand, gebündelt, verdichtet über den Äther in kurzer Welle und mit starken Worten, dort war bei Einzelnen, jedem Einzelnen und Millionen Ansprach. Die Deutsche Welle, das griechische Programm, gegründet am 13.04.1964, wurde wenig gehört in Griechenland. Dann wurde im Jahre 1969 auf den Vorschlag hin von Kostas Nikolaou der Leiter der Sendung bis 1972 gewesen ist, politisiert, das heißt, gegen das Militärregime in Griechenland positioniert. Danke den damaligen Intendanten. Das war ein guter Einblick deutscher Politik und als solche ging er in die Geschichte des Rundfunks, der griechischen Beziehungen und überhaupt in die Geschichte Europas ein. Es ist 20.40 Uhr in Deutschland, 21.40 Uhr in Griechenland. Eine ganze Stunde sendet Deutschland nach Griechenland ein Programm, das zu empfangen verboten ist und deshalb verführerische Kolonia genannt wird. Kolonia, Kölnisch Wasser. Εδώ η deutsche Welle, από την Κολονία. Η φωνή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. So fing es an, nach dem Beethoven-Erkennungszeichen, ta-ta-ta-ta und so weiter. Liebe Hörer, Sie werden anfangen mit den, das habe ich hier auf Griechisch, mit den Deltio Ειδήσεων und mit den Nachrichten und unser tägliches politisches Kommentar. Es wird folgen das Echo des Tages, in deren Rahmen Sie hören werden die Presseschau des deutschen und internationalen Presse, die sich bezieht ausschließlich αποκλειστικά σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Bezogen nur auf Themen griechischen Interesses. Wie auch eine Reportage von griechischen Ereignissen, Γεγονότων. Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί με μουσική, wird also umrahmt werden, begleitet werden von Musik. Das war überhaupt total gegen dieses Statut der deutschen Wirklichkeit, die wir vermitteln nach Griechenland. Und die Hörer kannten sich aus. Kommentare, Presseschau, Reportage, möglichst viel vom griechischen Interesse dabei. Das Wichtigste aber waren die Interviews mit exilierten Politikern, ihre Erklärungen gegen die Junta, die Interviews mit deutschen Persönlichkeiten, ihre Erklärungen gegen die Junta. Manchmal kriegt man wirklich den Zugang zum Feld der Geschichte, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel die Stimme von Makarios, der nach dem Putsch für tot erklärt wurde, durch den Sender zu hören war, oder die von Seferis, den bis dahin schweigenden Dichter des Landes und Nobelpreisträger, der die Junta schließlich international gebrandmarkte. Oder, das war auch etwas sehr Wichtiges, uns, die Redakteure, hören könnte, die selbst öffentlich stritten, ob sich die antidiktatorischen Texte, die in der kryptischen Sprache der Unterdrückung in Griechenland erschienen waren, einer Revolution nicht hinderlich wären, seien. Es waren die 18 Texte, wovon Pendelis gestern sprach, die neuen Texte und die neuen Texte 2, 3 Anthologien, der größte verlegerische Erfolg nach Kriegsende, mit Beiträgen von Autoren jeglicher politischer Couleur. Überhaupt nicht in diesem Sinne parteipolitisch, angefangen
mit den Großnamen von Seferis, den Konservativen, bis zu Yannis Ritsos, den Kommunisten. Also der eine Teil der Redaktion und der freien Mitarbeiter, vorneweg, also Alex Kinas, kritisierte das als eben ein Hindernis zu einem richtigen Widerstand, eine Explosion, eine Revolution. Und das auf sichere Erfüllung. Die anderen hatten mit Repressalien in Griechenland zu kämpfen und kämpften auch. Einige waren im Gefängnis. Und meine Position ist gewesen, dass, wie Bertolt Brecht immer das gehandhabt, warum haben Sie, die Diktatoren, so viel Angst mit allen Ihren Lagern und Ihren Foltern vor dem Wort? Denken wir an Anagnostakis. Darin, in dieser Sammlung, ist das auch gewesen, dieses Gedicht. Ich muss jetzt wissen, was du jetzt sagst. Wir kämpften mit dem Wort, uns um eine Funktion streitend. Natürlich gibt es eine Trennlinie, das habe ich mit Markopoulos gestern besprochen. Wir fühlen uns alle, die mit dem Wort kämpfen, gegenüber denen, die in Lebensgefahr Widerstand leisten, wirklich voll von Respekt. Aber Musik, genauso wichtig wie das Wort, verbotene Musik eines Gefangenen, Mikis Theodorakis. Auch andere Lieder wurden gesendet, doch es verging kein Tag ohne Theodorakis. Und ab und zu, bei wichtigen Anlässen, hörte man auch das kretische Lied aus der Revolution im 19. Jahrhundert, Pote Thayini Xasteria. Wann wird der Himmel wieder, also die Sterne sichtbar werden, wann wieder, also nicht mehr Winter ist, sondern im Frühling wir wieder beginnen mit dem Kampf. Wir konnten auch natürlich lustig sein. Beim Referendum über die Monarchie, der Papadopoulos da angestrengt hatte, war die Monarchie zu Ende, der König weg. Und dann setzte Georgos Papas, unser Leiter, technischer Leiter, als Musik einen alten Schlager, Pai, 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 Topulimu, Pai. Also der Vogel ist weggeflogen und kommt nie wieder. Die Programmansage änderte sich natürlich entsprechend den Rubriken der wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Reportagen oder mit der Ansage der jeweiligen politischen Kommentare von Kostas Nikolaou, von Alex Kinas, zum Beispiel jeden Dienstag des Kinas, wofür immer wieder aus Griechenland hieß, der ist so intellektuell, er ist so, also wir verstanden nicht viel, aber der hat es ihnen gegeben. Von Vassos Mathiopoulos am Freitag, wie gesagt, das war der Kern dieser politischen Kommentare, die Stimme des Widerstandes. Und dann war auch am Freitag die Sendung Elas Germania, Griechenland, Deutschland, ein idealer Rahmen für jede Art von Kritik gegen die Obristen, anhand sogar von deutschen Themen, wie die Zeitungen gestern in Griechenland, die etwas nehmen, was also ein sehr großes Reizwort ist oder ein Reizsatz, dann sagt in Pakistan oder nicht. Also übrigens in den Texten auch, in Bolivar passiert irgend so ein Putsch und so. Und zum Beispiel, wir berichteten über eine Premiere der Antigone, irgendwo in Deutschland. Antigone war in Griechenland verboten, wie die langen Haare für die Jungs und die Miniröcke für die Mädchen. Also υπάρχουν Kreondes, θα υπάρχουν και Antigones, sagt Brecht. Solange Kreons gibt, gibt es auch Antigone. 1945 geschrieben. Oder Herkules zum Beispiel von Heine Müller oder von Dürremann, der den Augierstall säubert. Das Land der Obristen, das hörte jeder heraus. Oder ein Film über Stauffenberg, der in Griechenland natürlich nie gezeigt werden würde. Im Land von Panagoulis verstand jeder, worum es ging, um den Versuch zum Tyrannenmord. Kultur war neben der Politik sehr wichtig, denn sie war eminent politisch gestaltet. Die Gruppe, die die historische Sendung machte, war interessant. Wir stritten viel über die Zukunft Griechenlands, nach dem Fall der Diktatur. Einige dachten, das wird wie Portugal oder Spanien. Ich gehörte zu den Optimisten. Wir sind etwas schnelllebiger und nicht katholisch. Und gestern wurde über die Orthodoxie etwas geredet. Wobei die Kirche natürlich eine regimetreue Haltung hatte, aber nicht der niedere Klerus.
Ja, wir stritten auch über die Verhaltensweise gegenüber der deutschen Seite, Kollegen und Vorgesetzten. Wir interpretierten den Gang der Dinge, die eine vorsichtig, die anderen provokativ, selten diplomatisch, meist passioniert, mal sogar revolutionär. Man könnte Namen nennen. Die Gruppe war aber in risikoreichen Momenten immer das, was sie schließlich wirklich war. Eine zusammengeschweißte Einheit und sprach mit einer Stimme. Menschen, die ins Exil gegangen waren, wie Vassilis Mavridis, wie Yorgos Kladakis und andere, die bereits in Deutschland lebten, wie Nikolaou, Angelos Maropoulos und ich, und auch andere, viele, mehr oder freie, Entschuldigung, viel mehr Menschen unter den freien Mitarbeitern, wie Alex Kinas, habe ich aber gerade genannt, Carolus Papoulias, dann Mathiopoulos auch, der dann zurückgekommen ist, Nikos Tsavaras. Über Carolus Papoulias wollte ich noch eine in Erinnerung bringen. Wenn er in die Redaktion kam, er war ja freier Mitarbeiter, und wenn er in die Redaktion kam, hatte er den Eleftheros Kosmos, das Blatt des Regimes, und lachte sich tot. Und das war ein wunderbarer Moment, weil wir alle waren so ein bisschen Exilneurotiker, nicht, und sehr nervös. Und mit einmal war jemand, der uns also diese Zuversicht auf die Zukunft gab, in Ruhe und mit Humor. Man wusste, wofür man da war, um zu informieren und zu berichten über die Festgenommenen, die Gefangenen, die Deportierten, die Militärgerichte, die Folter. Besondere geheime Kontakte standen uns auch zur Verfügung aus dem Averov-Gefängnis, aus dem Gefängnis von Trikala, aus Jaros. Wir bemühten uns immer um Authentisches. Wir waren glaubwürdig und den Hörnern ganz nah. Es ist keine Übertreibung. Man schrieb Geschichte zusammen mit den Hörern. Das ist eben aber etwas, was in London und in Paris auch passierte, aber es ging um das Wie. Wir waren darin anderes. Der Zweitfrontenkampf. Nur, wir kämpften nicht nur an dieser Front. Ich möchte von der Ambivalenz sprechen, welche häufig die wertvolle, grundlegende Unterstützung des griechischen Programms deutscherseits charakterisierte. Denn die Situation war alles andere als selbstverständlich. Ein Zirkulus, diesmal viciosus, war, retrospektiv gesehen, fast unvermeidbar. Die griechischen Mitarbeiter, die Gestalter des Programms, nennen alles bei Namen. Attackieren das Regime anhand von Fakten, meiden aber nie eine berechtigte Emotionalität, berechtigt oft auch einen beißenden Witz, wie gesagt, überhaupt einen lächerlich machen. Es berechtigt diese Emotionalität, weil diese Sendung dem griechischen Volk dadurch mehr als alles andere seine Würde wiedergab. Im Grunde seine Sprache selbst, die ihm genommen und verboten worden war. Das war ein deutsches Mikrofon, was uns gegeben wurde, aber es waren Griechen, die zu ihnen sprachen und ihre Würde zurückgaben. Das Wort faschistisch gehörte zum adjektivischen, dem Regime vorbehaltenen Vokabular und auch das Wort schlicht, das diktatorische Regime. Das diktatorische Regime reagierte heftig gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, dem Bündnispartner in der NATO, beschwert sich wegen der Mitarbeiter beim Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt, die natürlich nennen uns Verräter, und in der Presse des Regimes werden wir Tatroktika des Hyponomes des Kolonies. Das Tatroktika, das sind die Ratten. Ne? Die Ratten in den Kanälen von Köln. Sehr, sehr gut getroffen sozusagen. Wir ließen sie nicht in Ruhe. Das Auswärtige Amt übt Druck auf die Leitung der Deutschen Welle. Die Leitung der Deutschen Welle übt Druck auf die Mitarbeiter und stellt das Programm unter Beobachtung. Kommentare werden im Voraus thematisch geprüft und mit einem sendbar oder nicht zu senden versehen. Von Stufe zu Stufe der Hierarchie. Manchmal erlebt man da ganz besondere Überraschungen. Ein SPD-Mann
sagt nicht sendbar und ein konservativer CDU-Mann sagt, ja, senden. Die Redaktion wird von der Abteilung Südosteuropa gleichzeitig auch der Chefredaktion gestellt, unterstellt. 1971 wird dem Programm verboten, die Kommentare von Pavlos Bakoyannis zu übernehmen. Im Jahre 1972 werden die politischen Kommentare von Nikolaou zensiert. Sie müssen ins Deutsche übersetzt und der Intendanz unterstellt vor der Sendung. Ich erinnere mich an die stürmische Diskussion in der Redaktion, bis er sich dem beugte, also dass er die doch also diese Methode annahm, um Schlimmeres für die Sendung zu vermeiden. Es war ein täglicher Kampf, ein Kampf an zwei Fronten. Denn es ging dabei nicht nur um die Haltung der Redaktion, die weiterhin scharf gegen das Regime agierte. Viel ernster sind die Bemühungen der Mitarbeiter gegen Ereignisse, die sie als eine Annäherung, wir nannten es Enangalismie, Umarmungen, eine Nachgiebigkeit an die Wünsche der Militärregimes, zu Recht interpretierten. Sie vereitelten dabei eine Reise des Außenministers Schells nach Athen, aber Intendant Steigener fährt auf Einladung der Junta nach Athen und stimmt in einem Memorandum von 18 Punkten allen Forderungen der Diktatur zu. Darunter, dass das Regime griechische Regierung genannt werden soll, das haben wir nie gemacht, vorher nicht und danach nicht, und dass die Vorzensur in der deutschen Welle für den griechischen Dienst eingeführt wird. Wie gesagt, das betrifft die politischen Kommentare vor allem von Kostas Nikolaou, der am 25.03.1972 in seinem Text, also in diesem Kommentar, davon spricht, dass Makarios ein Störfaktor für die Junta sei. Dann wörtlich der Satz, Zitat, im Falle eines Mordes an ihm werden selbst die Hühner wissen, wer der Mörder ist. Zitat Ende. Der Intendant bittet ihn, diesen Satz zu streichen. Nikolaou weigert sich, bittet seinen Rücktritt als Leiter des Programms und das wird sofort angenommen. Dr. Heyer, ein Kenner Griechenlands, im guten Sinne ein echter Philhellene und der griechischen Sprache mächtig, folgt ihm in diesen Posten nach und ihm gebührt die Ehre, sich immer vor der Redaktion gestellt zu haben, danach, denn vorher ging er jeden Abend um 7 Uhr nach Hause und die Kontrolle war nicht die, die die Intendanz wollte. Jeder Kampf ist paradox. Die Leitung der Deutschen Welle versuchte zwar eine historische Rolle für die Demokratie in Griechenland zu wahren und zensierte weiterhin, was gesendet wurde. Die Sendung behielt dennoch ihre Brisanz und wenn wir Unannehmbares nicht annahmen, dann ist es auch wieder einmal diese unbezwingbare Einheit der Gruppe, die das ermöglichte. Währenddessen befreite die Bundesregierung unter Willy Brandt Yorgos Mangakis, Wallraff kettete sich am Sindermarktplatz in Athen an, 73 rebellierten die Studenten in die juristischen Fakultät, das Regime versuchte den Eindruck einer Liberalisierung zu erwecken unter Makesinis, den Papadopoulos zum Ministerpräsidenten kürte. Ich erinnere mich, was Heinrich Böll, den ich gerade in dieser Zeit bei der Deutschen Welle interviewte, sagte. Zitat, nein, es gibt keine Liberalisierung. Es gibt keine Dosierung für die Demokratie. Zitat Ende. Und so war es auch. Die Erhebung in der Technischen Hochschule am 17., 18. und 19. November veränderte massiv die Situation. Es waren drei historische Tage, drei historische Sendungen mit den Mitschnitten des kleinen Senders der Hochschule, die wir zurücksendeten am nächsten Tag. Wer sich informieren möchte über diese drei Tage des Polytechnikums und allgemein über die griechische Diktatur, wer Griechisch kann, sollte Alexandros Kotsias lesen, Amtsanmaßung, ein Roman, der noch nicht übersetzt werden ist, eigentlich übersetzt werden musste. Er gehört zu den Besten der zeitgenössischen Literatur in Griechenland. Und Maro Zuka, Antike Schlake, das Buch ist erschienen auf Deutsch im Inselverlag. Und jetzt vor einigen Wochen Fioretos Mary. Das ist ein erstaunliches Buch, das ist in Hansa Verlag erschienen. Und es geht um ein Mädchen, was
will also zu ihrem Freund, der in Polytechnikum ist, und wird entführt von Junta-Leuten. Sie ist schwanger, gerät also in die Folterkammer und in Deportationsinsel und muss entscheiden, wenn sie merken, dass sie schwanger ist, und eines Tages ist das so, wird sie entscheiden müssen, ob sie den Mann verrät oder das Kind rettet. Dann kam der Putsch von Ioannidis, dann kam Zypern und Kissingers Geständnis, der hätte die Krise zu lange reifen lassen. Die Tragödie, das Verhängnis und der Fall der Diktatur. Als wir nach 7 Jahren griechischen Boden wieder betraten, passiert etwas Seltsames, wie ein bewegender Epilog. Unsere Stimmen wurden von Passanten, Taxifahrer erkannt. Wir dürften bei Buchhandlungen kein Buch bezahlen, das wurde geschenkt, und Tränen flossen. Ich komme zum Ende. Mein Versuch, die Spuren zu deuten. Ich habe den Eindruck, dass die deutsche Welle trotz aller Umbil- und politischen Zweckmäßigkeiten oder Unzweckmäßigkeiten, dass die viele Leute in der deutschen Welle, nicht die Griechen, nicht wirklich wirkliches Bewusstsein, eine historische Rolle zu spielen als Bundesrepublik, nicht ganz so bewusst waren. Ich sagte das, dass ich zu den Optimisten gehörte, und nach dem Polytechnikum gab es zufällig ein Treffen auf privaten Boden mit dem Intendanten. Und dann fragte ich ihn, die Junta, sagte ich, wird keinen langen Bestand haben. Was machen Sie dann ohne Ihre Griechen im Sender, die Ihnen so viele Schwierigkeiten machten? Er antwortete, er würde wieder ruhig schlafen können. Und dann sehr ernst, das ist Zitat, wenn ich nur wüsste, dass wir eine historische Aufgabe erfüllen. Zu unserer historischen Aufgabe gehörte, auch sehr viele Aktivitäten gehörten, die außerhalb des Otloff-Hauses waren. Wir waren nicht zuletzt in unseren Funktionen als Mitarbeiter der DW in ständigem Kontakt mit allen Personen, über die wir gesprochen haben, schrieben langen Features. Einige waren wirklich mit dem Lebensrisiko im Widerstand zugehörig, arbeiteten mit Verlagshäusern zusammen. Das Minis-Buch über die Folter, was in Rowohlt Verlag erschienen ist, ist erschienen worden, das habe ich dann besprochen mit Freimut Duwe, innerhalb von 1 oder 2 Wochen, das schnellste Buch, was je erschienen ist. Und der Brief von Mangakis aus dem Gefängnis, das hatte ich besprochen und übersetzt mit Theo Sommer für die Zeit und mit der Weltwoche, ging wirklich innerhalb von Tagen also in Druck. Alex Kinas hatte versucht, die Präsentation im griechischen Pavillon in der Frankfurter Buchmesse zu vereiteln. Mindestens gab es eine Demonstration, und die nächsten 2 Jahre fand das nicht statt, dass sie präsentiert wurden. Wir begleiteten aktiv mehrere Reaktionen, motiviert oder gar insinuierten sie. Die Reise von Wallraff, wir waren also dabei, das also mit ihm vorzubereiten, auch wir, nicht nur andere, wie Zatus. Und ich erinnere mich, dass er uns dann fragte, ob er Valium mitnehmen müsste. Und ich weiß noch, das kann man heute gestehen, wir haben die berühmten Flyers von Wallraff in der deutschen Welle fotokopiert. Natürlich außer Dienst. Wir waren enthusiastische Lobbyisten bei den Parlamentariern. Matic, Schinzel, Hansen sind Freunde von Mavridis gewesen, der eines Tages nach Straßburg zum Europarat fuhr, noch bevor Griechenland weg gewesen ist, bevor sie rausgeschmissen wurde. Und er fuhr selbst nach Straßburg, und da wurden immer die Delegationen der Mitgliedstaaten angekündigt durchs Mikrofon.
Und er fährt vor und sagt dem Mann, und der sagt das dann am Mikrofon, la délégation de la Grèce libre. Und er ist eine kleine de chevaux. Ja, wir waren auch so ein bisschen ja, frech. Werden wir gefragt, was der Höhepunkt gewesen ist, was unvergesslich bleibt, dann ist es für alle EDO Polytechnia. Wir haben Tage und Nächte miterlebt, ohne Schlaf, wartend auf die Kassetten mit der Sendung der Studenten, die nur in Attika empfangen werden konnten, die uns zugeflogen kamen, wartend auf den Abend, um sie nach Griechenland zu senden, als ein Echo, als tausend Echos. Das konnten dann die Millionenhörer hören. In Angst um die jungen Leute, als die Panzer kamen, und doch mit dem Gefühl, das ist jetzt der Anfang des Endes. Wir sendeten die Schüsse, die Stimme von Papa Christo und der Manaiki. Dem gegenüber klingt jeder Zweifel an das Historische obsolet. An mir fiel das Los, dass ich den Brief einer Mutter an die jungen Leute vorzulesen, und das war dann eine sehr schwierige Sache, rein körperlich. Ich komme zu dem Schluss. Es sind noch ein paar Sätze und drei Zitate. Das eine aus einem Brief, den ich an Günter Grass geschrieben habe, als er im Mai 2012 ein Gedicht veröffentlichte zur Sache Griechenland, davon sprach der Botschafter gestern, mitten in schlimmer Zeit der internationalen Krise, das in den deutschen Medien stark kritisiert wurde, und mitten in einer Zeit unsagbar brutale Animositäten zwischen den beiden Ländern. Ich zitiere ein wenig von diesem Brief, weil er über die deutsche Welle steht. Liebe Günter Grass, ich bin bei Ihnen gewesen, Sie werden sich nicht daran erinnern, lange ist das her, während der griechischen Diktatur. Ich war Redakteurin beim griechischen Dienst der Deutschen Welle, die uns im Mikrofon für eine gegen das Regime gerichtete Sendung zur Verfügung stellte. Sie hatten gerade beschlossen, nach Athen zu reisen und an Ort und Stelle ihre Solidarität zu den unterdrückten demokratischen Kräften zu zeigen. Darüber sprachen wir. Sie fuhren hin und hielten im Theater Alpha eine historische Rede, von der ich noch den Satz in Erinnerung habe, dass die Demokratie in ihrem Ursprungsland keine Schule gemacht hätte. Ihre Anwesenheit und ihre Rede hatten eine große Wirkung in Griechenland. Ihre Intervention setzte Zeichen auch in Deutschland und in Europa, dessen erste rechte Nachkriegsdiktatur Griechenland gewesen ist. Unser Dank war damals groß. Heute, 2012, danken wir Ihnen wieder. Ihr Einsatz gegen das Unrecht ist ebenso wichtig und umso bedeutender, als es heute nicht nur um ein Land geht, Griechenland, das erste Opfer einer internationalen Krise, ist eine Gefahr für alle, für den Gang der Dinge in Europa, dessen Schande Sie brandmarken. Antigone trägt schwarz, schreiben Sie. Zitat Ende. Das war und ist trefflich. In unserer Zeit, in der falsche Rezepturen zu unerhörten Wirtschaftskrisen führen oder sie verschlimmern, unbändige Populismus, demokratische und Fanatismen aller Art demokratische Werte gefährden, ist das, ja, Punkt, gefährden. Das zweite Zitat stammt vom Leiter des griechischen Programms der Deutschen Welle von 69 bis 72, Kostas Nikolaou, der sein sehr kritisches Buch zu diesem Thema, das 1975 auf Griechisch erschienen ist, mit folgenden Sätzen beschließt. Zitat: Westdeutschland hat mit der Deutschen Welle zweifellos enorme und substanzielle Dienste der Demokratie in Griechenland geleistet. Sie, die Deutsche Welle, hat das Recht, im Bewusstsein des griechischen Volkes als die Stimme des Widerstandes zu bleiben. Mehr gäbe es nicht zu sagen, meine Damen und Herren. Es sei in eigene Sache, am Tage, an dem die Junta fiel, den 23. Juli 1974, schrieb ich auf einem Zettel einen Satz. Ich bitte Sie, unter dem Aspekt unseres heutigen Widerstandes positiv zu interpretieren.
der lautet, die Freiheit ist nur eine gute Voraussetzung. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Sie sehen, wir hatten auch gemeinsame Erinnerungen. Und wenn auch an verschiedenen Plätzen. Und es hat uns bewegt. Und an manchen Stellen sind uns auch wieder die Tränen gekommen, wenn wir uns erinnert haben an die, die da starben und denen wir nicht helfen konnten. Jetzt aber bitte ich, und ich hoffe, dass deine Stimme einigermaßen gefestigt ist. Wir haben sie schon mit den besten Mitteln gefüttert, die es für Sänger gibt auf diesem Gebiet, damit die Stimme vielleicht durchhält. Das ist die Rolle des Bayerischen Rundfunks in dieser Diskussion und von Bakoyannis. Und dass das Bayerische Rundfunk war, darf ich mal mitteilen, war eigentlich erstaunlich. Denn ganz eindeutig Franz Josef Strauß auf der Seite nicht nur der Militärjunta, sondern jeder Diktatur in Europa, also Spanien und Portugal, ganz unbestreitbar. Ich habe mich darüber nochmal, um mich zu vergewissern, mit dem CSU-Minister und früheren Wahlkreisnachbarn Herrn Müller unterhalten und sagte, ihr werdet da kritisiert. Und er sagte, ja, das war so. Das heißt also, es ist unbestreitbar, dass Franz Josef Strauß diese Rolle gespielt hat und dass ihm dieses auch dann als Entwicklungsminister natürlich in den ehemaligen spanischen und portugiesischen Kolonien in anderen Gegenden auch begegnet ist. Das ist unbestreitbar. Aber dann fragt man sich, wie ist es dann möglich, dass sowas wie im Bayerischen Rundfunk überlebt hat? Und da sage ich jetzt noch ein Wort zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen Gesetze. Denn da gab es ja einen Rundfunkrat. Und in diesem Rundfunkrat gab es eine nahezu geschlossene Unterstützung, bis auf die paar CSU-Hanseln, wenn ich das so sagen kann, für die Sendung von Bakoyannis. Das heißt, von den Sozis bis zu Herrn Brücher, ich gehe jetzt mal durch zur FDP, die Gewerkschaften selbstverständlich, aber auch die protestantische Kirche und die katholische hat sich eisern zurückgehalten, gegen Bakoyannis zu schießen. Die Künstler und alles, was da noch so in einem Rundfunk drin war, da war eines klar, an die Griechen geht ihr nicht ran, sonst hätte Bakoyannis das auch nicht durchstehen können. Also diese merkwürdige Haltung, dass von den Intellektuellen bis zu den Gewerkschaften, von den, Klammer auf, allen anderen Parteien Bayerns bis auf die CSU, alle den Kirchen dafür standen. Das jetzt nur als Vorbemerkung, weil da, ich war in dieser Zeit, das haben Sie ja mitbekommen, und Pavlos Bakoyannis wäre beinahe, wenn er sich nicht gerade bei einer Familie seiner künftigen Frau vorgestellt hätte, unser Trauzeuge gewesen, meines Mannes und mir, weil man damals in der Diktatur zusammenarbeitete. Ich aber, mein Vater, schwer konservativ, sagte, wenn du glaubst, ich kann den Hochzeitstermin verschieben, mit meinem konservativen Vater, Mitglied der CSU, ja, habe ich gesagt, das geht zu weit. Also kein Bakoyannis. Wir hatten dann natürlich andere Trauzeugen. Aber nur zur Erklärung, es war eine Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Man hatte eines im Ziel, den Kampf gegen die Diktatur. Und man wusste auch, welche Opfer das von den Beteiligten jeweils verlangt hat. Und das heißt, es war auch ein hoher persönlicher Respekt für das, was man geleistet hat und leisten musste. Und man wusste auch eines, man kann das nur gemeinsam durchstehen. Und das hat nicht nur etwas mit Geld zu tun, sondern auch mit der emotionalen Unterstützung, dass man wusste, man mag sich und man unterstützt sich. Meine Liebe, du hast jetzt das Wort. Wenn du etwas kürzer bist, wegen deiner Stimme wird dir das niemand übel nehmen. Ich hoffe, meine Stimme hält aus
Danke. Ja, die griechische Sendung von Pavlos Bakoyannis, das war immer das, was die Leute in Griechenland gesagt haben, aber auch in Deutschland. Η εκπομπή του Μπακογιάννη. Wir waren nicht die Deutsche Welle. Wir waren nicht die Sendung aus München. Wir waren die εκπομπή του Μπακογιάννη. Das war, dass dieser Bakoyannis schon ein ganz besonderer Mann war. Und er hat es geschafft, mit dem legendären Intendant Wallenreiter, der ein konservativer Mensch war, ein CSU-Mensch, und auch mit dem Programmdirektor Kube, hat Bakoyannis es verstanden, sie zu überzeugen, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Linie zu halten, diese demokratische Linie, die den Bayerischen Rundfunk stolz machen kann, dass der ganze Rundfunk die demokratische Linie zieht, sowohl was die Griechen betrifft, aber auch was die Spanier betrifft. Wir waren zwei Redaktionen, in deren Länder Diktatoren waren. Pavlos Bakoyannis hat es verstanden und geschafft, die Spanier zu überzeugen, dass sie eine antidiktatorische Haltung einnehmen. Das war nämlich davor nicht so. Er hat an einem Strang gezogen mit den Spaniern und die Spanier mit ihm. Das war total wichtig, auch für den Rundfunkrat, zu wissen, hoppla, da sind ja zwei. Und die Portugiesen gab es ja damals nicht. Die hatten noch keine Sendung. Wir hatten ja nicht genug Portugiesen in Deutschland. Er hat es nicht immer geschafft, Termine mit dem Wallenreiter und den Herrn von Kube zu bekommen und mit ihnen auch die Situation zu besprechen. Er hat sie nicht übergangen. Er hat mit ihnen gesprochen, sehr, sehr oft. Und das war sehr wichtig für ihn und auch für die Sendung. Denn es gab viele, viele Feinde, die ständig Briefe geschickt haben an die Leitung des BR, dass Bakoyannis ein Kommunist ist. Ausgerechnet, ja. Ja, ausgerechnet in der Zeit, wo eben große Angst vor dem Kommunismus herrschte in Deutschland und in Bayern vor allem. Dann gab es aber das Volk, die Griechen in Deutschland. Die sagten, Bakoyannis ist ein Kommunist. Bakoyannis ist doch ein Konservativer, er ist doch ein Royalist. Er war weder konservativ noch Royalist, er war Bakoyannis. Ganz am Anfang seiner Karriere mag sein, dass er die Könige mochte, ich weiß es nicht. Am Schluss seiner Karriere mochte er die Mitsotakis, wie wir alle wissen. Bakoyannis machte sein Programm, wie er es gut fand. Aber er war kein Diktator in seiner eigenen Redaktion. Er fuhr alle zwei Monate einmal mit der ganzen Redaktion, mit uns allen, auf dem Bayerischen Land in einer Gaststätte und besprach das mit uns, was er vorhatte, fragte nach unserer Meinung, klärte uns auf über die Haltung der Leitung des BR, klärte uns auf, was in unseren Sendungen drin ist und was nicht.
So, das war für uns, das hat uns sehr gut getan, dass er uns so gut informierte und uns erzählte, was er vorhat. Er fragte uns auch oft, auch als er mich einstellte, als er mich anruf, weil er hörte von Freunden, dass ich in der Redaktion arbeiten kann. Er rief mich an und fragte mich, wann ich vorbeikommen kann. Und als ich da war, sagte er, können Sie gut Griechisch? Können Sie Rechtschreibung? Also, als ich das alles bejahte, sagte er, sind Sie in einer Partei? Aktiv meine ich. Ich meine, das interessiert mich nicht, was Sie glauben. Mag sein, ich habe gehört, Sie sind ein bisschen links. Aber sind Sie in der SPD? Sind Sie bei den griechischen Linken? Ich habe es verneint, weil ich tatsächlich nicht war. Und er sagte, okay, Sie können glauben, was Sie wollen, mich interessiert das nicht. Aber nicht aktiv für eine Partei arbeiten. Das könnte unserer Arbeit schaden. Sie sind auf der Lauer, um uns als Kommunisten zu denunzieren. Und der Bayerische Rundfunk und die Leitung des Bayerischen Rundfunks sind sehr, sehr empfindlich, was das betrifft. Also wir können nicht uns erlauben, als Kommunisten zu denunzieren. Und passen Sie bei der Musikauswahl auf. Ich habe die Musik ausgewählt für das Programm. Das ist auch sehr, sehr wichtig, sagte er. Und er sendete auch keine Theodorakis-Musik sehr gerne. Er ließ Theodorakis außen vor. Ich sagte ihm, alle Menschen hören Theodorakis heute. Ich war ein bisschen verärgert. Er sagte, nein, nein, ich weiß, die anderen hören Theodorakis, aber wir lassen das. Es ist tatsächlich so passiert, dass als die Junta weg war und wir in der freien Epoche von Griechenland rübergegangen sind, dass ein Hörer mich denunzierte an den Rundfunkrat als jemand, der ständig kommunistische Lieder auswählt. Wir hatten keine Runde mehr in Griechenland und er schickte ein Lied von, wie hieß dieser wunderbare Komponist, der früh gestorben ist, Loisios, der irgendein Gedicht eines bekannten Dichters vertont hat. Und er hat durch seine Übersetzung, die miserable Übersetzung, die über Blut im Herz und blutende Geschichten, also es gibt viel Blut in der griechischen Dichtung, aber nicht so übersetzt, wie er das gemacht hat. Der Rundfunk war erschrocken. Aber danach haben wir noch jemand über das Lied übersetzen lassen und es war akzeptiert. Also gut, Bakoyannis. Bakoyannis war ständig unterwegs. Bakoyannis wusste ganz genau, dass er nicht, seine Sendung nicht in Griechenland gehört werden kann, wie die Deutsche Welle, wie die Sendung der Deutschen Welle. Daher haben wir einmal in der Woche ca. 150 Briefe verschicken müssen mit den Kommentaren von Pavlos Bakoyannis. Alle politischen Menschen, die damals in Europa verstreut gelebt haben, Griechen, die geflüchtet waren aus Griechenland, Politiker, Lambrias, Panagoulis, all diese Menschen, die in London und Paris lebten, haben
die Kommentare von Pavlos Bakoyannis jede Woche gehört, bekommen. Jede Woche war die Redaktion durcheinander und auch die Druckerei vom Bayerischen Rundfunk, um alle diese Kommentare drucken zu lassen und uns in unsere Redaktion kommen zu lassen, damit sie in Briefumschläge reingesteckt werden und verschickt werden. Die Druckerei kannte uns sehr, sehr gut und hat gestöhnt. Und alle fragten sich beim BR, warum brauchen denn die Griechen so viele Briefe und so Briefumschläge, um die Kommentare zu verschicken. Doch für Bakoyannis war das total wichtig, dass seine Kommentare zu den Politikern, zu den Griechen, die in Europa verstreut waren, zu kommen und ihnen dadurch auch ein bisschen Mut gemacht. Wir sprechen auch gegen die Junta. Wir sind auch gegen die Junta und wöchentlich gibt es einen Kommentar gegen die Obristen. Ja, also er hatte das geschafft, seine Redaktion hinter sich zu haben, aber auch die Leitung des BR. Er hat die Leitung des BR nach und nach gewonnen, dass sie Vertrauen zu ihm hatten, dass er nicht Blödsinn macht. Nur einmal gab es einen ganz großen Skandal, ganz große Geschichte. Das war einmal das hieß der Fall Fritz. Es gab einen Fritz im Rundfunkrat von der CSU. Dieser Fritz hatte Kontakte zu griechischen Konservativen, die auf einmal protestierten, weil angeblich Bakoyannis gesagt hat, unter der griechischen Junta ist die Drachme in Frage. Die Entwertung der Frage ist kurz vor der Bestätigung, dass die Drachme entwertet wird. Du erinnerst dich auch daran. Das war eine riesige Sache, der Fall Fritz. Und da hat Bakoyannis geschluckt, weil das war auf einmal schon sehr, sehr gefährlich, auch für seine Position, für seinen Stuhl sozusagen, wie der Rundfunkrat sich entscheidet. Wir haben ständig ein Übersetzungsbüro gebeten, alle unsere Nachrichten zu übersetzen. Das war für uns immer der Horror, wenn von der Leitung gekommen ist, die letzten 15 Tage Nachrichten müssen übersetzt werden. Das war schrecklich. Und auch für die Übersetzer, die wir von diesem Übersetzerbüro hatten, aber auch von uns, weil wir ganz eng mit ihnen gearbeitet haben. Ja, und auch für Pavlos Bakoyannis, weil er ständig jeden Tag bei der Leitung war, beim Programmdirektor, um zu erklären, warum er das und jenes so gesagt hat. Es war nicht leicht, das Leben der Redaktion. Und auch das Leben der Spanier, weil die waren nicht so mutig wie der Pavlos, muss ich sagen. Aber im Grunde folgten ihm folgten seinen Wunsch, dass sie gegen Franco endlich mal sprechen und kommentieren. Natürlich hatte der Pavlos einen großen. Muss ich was schneller machen? Nein. Wir müssen ein bisschen uns beeilen, damit die anderen noch dran kommen. Okay. Hatte der Pavlos. Kostas Tsatsaronis war ein ganz besonderer Mann und ein sehr arbeitsamer Mann. Er rief jeden Tag um 2, ich war am Telefon, und sagte, in einer Stunde kommt das Telex. Telex waren damals die langen
Also er schickte ein Telex und las das und tippte das, glaube ich, ab. Und dann rief ich ihn an. Und dann diktierte er mir die letzten Nachrichten, die von 2 bis 4 oder 5 stattgefunden haben. Also ich musste noch die letzten Neuigkeiten tippen. Und es gab 2 oder 3 Mal, wo plötzlich in der Leitung eine unbekannte Stimme war und auf den Tazaron schimpfte: Was sagst du da, du Alitis, du Landstreicher, du lügst, sowas gab es gar nicht. Also es war der Javier, der Spitzel, der abgehört hat, was Tazaronis uns berichtete. Und er konnte manchmal sich nicht zurückhalten und hat losgelegt. Ich habe sogar seine Stimme auf 2, 3 Tenoretten, also auf diesen Bänder, wo wir immer die Nachrichten aufgenommen haben. Die habe ich behalten bis heute. Okay. Also das Wichtigste von allem waren die Kommentare von Pavlos, die er durch ganz Europa verschickte, seine Haltung seiner Mitarbeiter gegenüber. Und auch seine Zusammenarbeit mit den griechischen Politikern, die im Exil waren, mit Panagoulis, Vlachou, Eleni Vlachou, die Leiterin der Zeitung Kathimerini, war eine große Freundin von ihm, konservativ, aber sie war eine Freundin von ihm. Sie hat ihn akzeptiert. Und so auch die Politiker, auch die Mitsotakis-Familie, zu denen er immer hingefahren ist, um mit ihnen zu sprechen und sie auch zu interviewen. Dadurch hat er ja auch Dora Mitsotakis kennengelernt und sie heiratet in Paris, als er dort mit seinem Kassettenrekorder angekommen ist. Er war ein Mensch, der ständig sich bewegte, sogar wenn er seine Kommentare diktierte, gingen auf und ab. Aber ich meine, er bewegte sich in Richtung Europa, um seine Kommentare, seine politische Haltung, seine Sendung zu verteidigen. Er war ein ganz besonderer Mensch und ich denke manchmal sehr gerne an ihn und vor allem, wenn die Menschen sagen, ach, der war ein Konservativer. Nein, er war nicht konservativ. Er hatte sogar seine Doktorarbeit, war eine marxistische Analyse. Er war im Grunde okay, ein Kind vom Land, Sohn von einem Priester aus Karpenissi, eine arme Familie. Später musste er als Hafenarbeiter arbeiten, um sein Leben zu verdienen. Aber er war entschieden gegen die Junta und er war sehr, sehr mutig. Dankeschön.